Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr schon lesen konntet, geht es um unseren Urlaub. Ihr hattet mir einige Fragen gestellt. In diesem Video möchte ich eigentlich hauptsächlich mal auf die Kosten eingehen, die uns dieser Urlaub gekostet hat. Ich würde vorweg einfach schon mal die Gesamtsumme nennen. Wir hatten jetzt den Camper insgesamt 17 Tage, waren glaube ich 15 Tage damit auch unterwegs und haben für den kompletten Urlaub mit Fähre, Tanken etc. 3.333 Euro gezahlt zu zweit. Also die Summe geht einmal noch durch zwei. Ich habe hier immer mein Handy ein bisschen parat, dass ich euch das auch einfach adäquat dann mitteilen kann. Und wenn ich das mal kurz durch zwei teile, dann sind wir bei 1.666,50 Euro pro Person. Ich habe das Ganze auch nochmal ausgerechnet, wenn wir den Camper, also wenn wir quasi keinen Camper mieten hätten müssen, sondern wenn wir schon den Camper gehabt hätten und hätten dann einfach diesen Urlaub gemacht mit diesem Camper, den wir schon haben. Genau, und dann wäre der Urlaub halt wirklich deutlich, deutlich günstiger geworden. Dann hätten wir ohne Camper 1.540 Euro insgesamt gezahlt und pro Person wären es dann 770 Euro für gut zwei Wochen. Also das macht schon viel aus. Wir haben uns dann ausgerechnet, ob wir uns einen Camper kaufen wollen. Die sind sehr, sehr teuer. Wir sind dann zu dem Schluss gekommen, dass wir es nicht tun werden, weil wir haben für die Miete für diese 17 Tage 1.664 Euro gezahlt. Das waren so, ich glaube, ein guter Mittelwert ist immer so mit 100 Euro pro Nacht errechnet. Genau, wir haben mal gesagt, gut, zwei Wochen Urlaub, das ist der Preis dafür, wie viel kostet so ein Camper und dann kann man halt mal locker, flockig über 20 Jahre so ein Teil mieten und dann würde es sich erst lohnen, also dieser Break-Even-Point, um diese Kaufkosten wieder herin zu haben, weil wir gesagt haben, wir machen ja auch noch andere Urlaube im Jahr und fahren jetzt nicht nur mit diesem Camper weg. Genau, also ihr wisst schon, das waren die Kosten für den Camper, dann habe ich zusätzlich noch eine Versicherung abgeschlossen und zwar ist es so, dass da, wo wir jetzt gebucht hatten, wir hatten bei Wobi gebucht, ist es so, dass wenn man keine Zusatzversicherung abgibt oder abschließt, hat man eine Kaution von 1.000 Euro. Und wenn wir aber die Versicherung abschließen, sinkt die Kaution quasi auf 250 Euro. Deswegen habe ich in dem Fall eben so eine Versicherung abgeschlossen, weil mir ging es auch darum, blöd gesagt, ich parke mein Auto irgendwo, mir fährt einer den Spiegel an, kann ich nichts dafür, komme ich zurück, bin ich halt in Haftung, ne? Die Versicherung an sich hat 153 Euro gekostet und dann ist eben die Kaution auf 250 Euro gesunken. Wir hatten tatsächlich auch den Fall, dass uns einer mit dem Spiegel leicht touchiert hat und wir hatten auch einen Steinschlag schon in Deutschland auf der Autobahn. Von dem her sind wir gerade noch drüber abzuklären, was jetzt dann wir wirklich von der Kaution zurückbekommen. Aber der Vermieter meint schon, also diese beiden Sachen sind auf jeden Fall nicht 250 Euro. Er wird es jetzt mal angucken lassen und dann werden wir eben den Restbetrag von der Kaution wieder zurückbekommen. So, das erstmal zu den Fixkosten, bevor es überhaupt mal losgeht mit der Reise. Ne? Sind wir ja noch keinen Meter gefahren. Dann, was hat die Fähre gekostet? Also die Fähre hin und zurück für zwei Personen plus so ein Campi unter 3,5 Tonnen waren wir bei 246 Euro. Und dann habe ich immer nach Tagen gesagt, also was war Essen, was war Tanken, was war Parken, was war Maut etc. Und ich habe das in dieser Excel einfach in so Kategorien gepackt. Und ich filter jetzt einfach mal die unterschiedlichen Kategorien raus. Mit was fangen wir denn an? Wir fangen mal an mit Auffüllen. Ha? Das ist so, glaube ich, der Punkt, der die meisten interessiert und vielleicht noch Maut, ne? Perfekt, was haben wir hier? Also Maut haben wir ganze 2,40 Euro gezahlt, fallen Summen an hier. Es ist tatsächlich so, dass in England die wenigsten Straßen mautpflichtig sind. Sollte es so sein, ist es immer angeschrieben und man kann es dann online buchen. Das fand ich auch cool. Ich habe dann einfach bei, also da war dann dort, das war ein Tunnel, stand dort, wie dieser Tunnel hieß. Das habe ich dann einfach gegoogelt, dann kam eine Seite vom ADAC, das fand ich auch richtig cool. Und da waren dann alle mautpflichtigen Straßen und Tunnel von England aufgeführt und waren auch so beschriftet, wie die halt da dort heißen. Ne? Also das war dann dieser Tyner-Tunnel, keine Ahnung, der war dann sofort aufgelistet. Dann bin ich da drauf und dann bin ich direkt auf eine Webseite weitergekommen, wo ich diese Maut für diesen Tunnel bezahlen kann. Kennzeichen eingeben, erledigt. Und das Coole ist, du hast halt
also Zeit bis 24 Stunden nach der Durchfahrt, das noch zu machen. Also du musst es nicht vorab machen, das fand ich sehr, sehr cool. Und ansonsten, durch das, dass wir uns natürlich auch für die Landschaft anschauen wollten, haben wir einfach bei Google Maps den Haken gesetzt, Mautstraßen meiden. Und genau, sind eben nur einmal diese Mautstraße gefahren, weil wir da ein bisschen Weg machen wollten und schneller vorankommen, weil wir sonst wirklich einmal komplett irgendwie bei London durchgemusst hätten. Das hätte viel, viel länger gedauert. Genau, und dann noch das Thema Auffüllen. Also wir sind autark gestanden, die kompletten 2 Wochen. Aber irgendwann geht natürlich auch mal das Wasser zur Neige, man muss das auch mal ausleeren, das ganze Grauwasser und so. Und dann hat man die Möglichkeit, Campingplätze anzufahren und für einen Zehner kann man da einfach dann die Dienstleistungen von denen in Anspruch nehmen. Das war jetzt bei denen, die wir genutzt haben, Toiletten, Duschen, Toilette ausleeren, wenn man das möchte oder wenn man das benutzt, wir haben es ja nicht benutzt, Dusche, neu befüllen, Grauwasser weg, das war alles komplett mit dabei. Das Einzige, du durftest halt nicht über Nacht stehen bleiben. Und das haben wir halt eben 2-mal gemacht, das haben wir dann insgesamt 20 Euro dafür gezahlt und ansonsten sind wir eigentlich super mit unserem Wasser, sag ich jetzt mal, hingekommen. So, schauen wir mal, Camper haben wir. Dann vielleicht Parkgebühren, die sind auch noch wichtig, also Parkgebühren, sagen wir es mal so, prinzipiell lagen die Parkgebühren immer so zwischen 3 und 10 Euro, je nachdem, wo du halt gestanden bist. Also Edinburgh und so war halt schon ein bisschen teuer. Wir haben im Lake District einmal ein bisschen ins Klo gegriffen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das war so touristisch und da gab es halt einfach fast keine Möglichkeit, irgendwie kostenlos zu parken. Und wir wollten halt auch nicht einfach immer am Straßenrand stehen bleiben. Es ging und es wäre auch erlaubt gewesen. Aber da ist halt dann trotzdem manchmal sehr, sehr viel Verkehr und die fahren da zum Teil nachts wirklich richtig schnell. Und da kannst du einfach nicht so gut schlafen, wenn die ganze Zeit also dann wackelt auch der Bus immer so, wenn die so schnell vorbeifahren. Also würde ich schon empfehlen, sich vielleicht eher ein bisschen abseits immer zu stellen. Und es reicht schon, wenn das zum Beispiel so ein Parkplatz ist. Es gibt manchmal so Parkbuchten, die sind so doppelspurig und dann ist einfach schon mal, keine Ahnung, 3-4 Meter zwischen euch und das macht schon echt viel aus. So, genau, und da an diesem Lake District mussten wir halt dann eben so einen richtig teuren Parkplatz buchen, weil wir halt, es war irgendwann abends, wir wollten halt einfach nur mehr ankommen. Und da habe ich einfach für die Nacht fürs Parken, da war nichts dabei, es war kein Campingplatz, es war einfach nur so ein scheiß Wanderparkplatz, wo die Leute zum Wandern hingehen und da musstest du Geld dafür zahlen, 24 Stunden. Und da ist eine Kamera, die filmt dich mit dem Kennzeichen, wenn du reinfährst. Ich habe fürs Übernachten auf diesem Parkplatz, es waren 12 Stunden oder so, wir waren abends 8 bis früh 8, 31 Pfund bezahlt. Das hat die Parkgebühren so nach oben geschossen. Und zwar haben wir insgesamt fürs Parken 101 Euro gezahlt. Also wenn wir diese Nacht da nicht verbracht hätten, wären es 70 Euro gewesen. Und das war wirklich, also Freizeitparks, Nationalparks, Burgen, Outlet, alle Sehenswürdigkeiten, die wir irgendwie angeguckt haben, waren das halt immer so diese Parkgebühren, die wir dann hatten. Und einmal dieser Schlafplatz eben mit umgerechnet 36 Euro. Ja, da hätten wir auch auf dem Campingplatz fahren können für das Geld, ne? Hätten wir wenigstens Wasser und Strom gehabt, aber gut. So, tanken ist vielleicht auch noch was, ist ganz, ganz wichtig, weil tanken, meine lieben Damen und Herren, das sind wahrscheinlich die teuersten Kosten, die ihr an dem Camper habt, außer der Camper selbst. Der schluckt Sprit ohne Ende. Also nicht, weil er so viel braucht, aber weil so viel reinpasst und wir sind 5200 Kilometer gefahren. Ja, es war mehr, als wir in den USA waren. Gut, wir hatten schon fast 1000 Kilometer von daheim, bis wir überhaupt mal in Calais bei der Fähre waren. Das natürlich zurück sind schon mal 2000 Kilometer. Und dann an England und Schottland sind wir eben nochmal gut über 3000 Kilometer gefahren. Bedeutet, wir waren auch sehr, sehr oft tanken und haben hier insgesamt 900 Euro, das waren 899,24 Euro, also 900 Euro für Sprit gezahlt. Also wir haben 900 Euro, 900 Euro, Alter, das zahle ich das ganze Jahr nicht für mein Auto, für Sprit, haben wir für Sprit gebraucht, ja. Das war eine wirklich nicht ohne. So, dann habe ich noch 2 Kategorien für euch. Ich denke, wir fangen vielleicht mal mit den Eintrittspreisen auch an. Eintritt, also es ist natürlich immer ein bisschen abhängig, was man sich anschaut. Aber Leute von heute,
Eintrittspreise in England haben es in sich. Also das günstigste, da waren wir so bei 12 Euro. Also es ist jetzt immer für zwei Personen. 12 Euro für zwei Personen. Das ist ja noch voll okay. Also 6 Euro pro Person, kann man nichts sagen. Bis hin zu 40 Euro für zwei Personen. Also 20 Euro pro Person. Und das waren die meisten Preise. Also wir haben wirklich, wir haben uns Edinburgh Castle nicht angeguckt, wir haben uns Stirling Castle nicht angeguckt. Das hätte immer so um die 20 Pfund pro Person Eintritt gekostet. Bei fast jeder Burg, bei der du warst. Also wir haben uns Nottingham Castle angeguckt. Das hat für zwei Personen 24 Pfund gekostet, also 12 Pfund pro Person. Dann der Nationalpark den in Ingleton, wo wir durchgegangen sind, der hat 10 Pfund pro Person gekostet. Bamburgh Castle waren wir auch bei fast 20 Pfund pro Person, wobei da haben wir noch so ein Buch gekauft, wo Tobi haben wollte. Dann haben wir noch so eine kleine Burg angeguckt, die war dann auch bei 5 Euro pro, also 5 Pfund pro Person. Und dann die Burg, wo ich gezeigt habe, die so im Wasser steht, die war auch bei 5 Pfund pro Person. Jetzt sehe ich aber gerade, ich habe hier das Wallace-Monument gar nicht mit drin. Das muss ich auf jeden Fall noch ergänzen. Aber ich glaube, das waren auch so 12 Pfund pro Person. Also war der Urlaub nochmal 25 Euro teurer, als ich gesagt habe. Aber ich sag, das sind halt auch immer nur, wir haben uns 1, 2, 3, 4, 5 und deswegen 6 Sachen angeguckt. Also 6 Sachen waren 120 und jetzt nochmal das, also 150 Euro für 6 Mal Eintritt für 2 Personen, also 75 Euro. Einfach nur Eintritt für 6 Sachen. Das waren einfach immer nur irgendwelche alten Burgen. Also die Eintrittspreise sind schon wirklich horrend. Ich denke, es liegt halt auch einfach daran, weil es so touristisch ist. Das Coole war dann dafür, dass wir bei der Isle of Skye ungefähr für nichts Eintritt gezahlt haben. Also Ferrypools hast du halt nur parken. Gut, hast du halt überall. Dann der Leuchtturm war eh sah nebelig, aber da war auch Parken kostenlos und alles war kostenlos. Der Old Man of Store, da hätte man Parkgebühren zahlen müssen. Da ist aber wichtig, auf diesem Parkplatz passen keine Campervans rein, nur normale Autos. Aber an der Seite sind dann kostenlos so Seitenstreifen zum Parken. Da haben wir dann geparkt. Also da war wirklich fast alles kostenlos bei der Isle of Skye. Zumindest das, was wir gemacht haben. Auch diese Coral Beach und so, da war auch das Parken kostenlos. Genau, aber in England eigentlich hauptsächlich waren die Sachen schon teuer. Und bei dem Glenfinnan-Viadukt von Harry Potter hätte auch das Parken für uns 10 Euro gekostet. Da wir da aber bloß kurz ausgestiegen sind und ein Foto gemacht haben, haben wir einfach gesagt, das ist jetzt 8 Uhr abends, dann ist eh keiner mehr da. Dann zahlen wir jetzt mal die 10 Pfund nicht. genau, wie gesagt, also Eintritt und so, je nachdem, was man machen will, aber dass ihr mal so ein bisschen so eine Range bekommt, wie denn die Eintrittspreise da ungefähr sind. Wenn man sich wirklich ganz, ganz viel angucken will, kann man wohl irgendwie so einen Visitor Pass oder sowas kaufen und dann kriegt man halt irgendwie alles ein bisschen reduzierter, sage ich jetzt mal. Genau, und der letzte Punkt, den ich hier noch habe, ist Essen. Wo ist er jetzt? Was hatte ich denn doch gerade hier? Einmal auswählen. Genau, Essen ist jetzt wirklich Essen gehen, also nicht einkaufen oder so. Wir waren natürlich auch einkaufen dort, das habe ich aber nicht mit in unsere Reisekostenverrechnung aufgenommen, weil wir ja hier in Deutschland auch einkaufen gehen würden und das fällt dann bei uns ganz normal ins Wirtschaftskonto und nicht ins Reisekonto. Ich kann aber sagen, dass es vom Einkaufen her, vom Preis ungefähr so ist wie in Deutschland. Also wir haben Sachen in England, die sind deutlich günstiger, wie zum Beispiel die Grundnahrungsmittel, sprich Milch, Eier, Haferflocken. Haferflocken insbesondere, die kosten ungefähr die Hälfte. Aber andere Sachen, also ich habe jetzt nicht bei allem verglichen, aber so unterm Strich sind wir am Ende vom Einkauf circa mit dem gleichen Rastgang, wie was wir auch in Deutschland gezahlt hätten. Genau. Und dann waren wir eben noch essen und das Essen gehen ist eben das, was ich euch sage. Also ich kann euch auch wieder die Gesamtsumme sagen, aber es wird euch halt wenig bringen. Das waren 147 Euro gesamt. Kommt aber auch einfach davon an, wie viel man denn bitte isst. Also ich glaube, das teuerste, was wir gegessen haben, war für 42 Euro insgesamt, also für zwei Personen, das Essen auf der Fähre. Ja, ich hatte so Hunger und das Problem ist, wenn ich nichts im Magen habe, werde ich halt echt schnell seekrank. Deswegen haben wir uns da zweimal Fish and Chips geholt, was im Nachgang völlig überteuert war und auch echt nicht so gut geschmeckt hat. Also nehmt euch da lieber selber was mit, kann ich nicht empfehlen. Ansonsten waren wir ziemlich viel in Pubs essen, muss ich sagen. Und da waren das Essen eigentlich wirklich verhältnismäßig günstig. Also wir haben
immer fürs Bier so um die 10 Pfund gezahlt. So, ja, so 11 bis 12 Euro für 2 Bier. Also zahlst du bei uns in der Gaststätte auch. Von dem her würde ich mal sagen, das ist jetzt ungefähr gleich vom Preis her, mit dem Unterschied, dass halt diese Pubs ungefähr so viel schöner vom Ambiente sind und du da halt gefühlt den ganzen Tag sitzen kannst, wenn du möchtest, weil es einfach so schöner ist und so angenehm. Genau, aber ansonsten, wie gesagt, das waren immer so 5 bis 6 Pfund pro Bier. Dann haben wir mal ein Frühstück gehabt, das habe ich auch in Instagram gepostet, könnt ihr mal mein Story-Highlight, verlinke ich euch mal unten, das war ein Frühstück. Also ich habe es nicht geschafft und wir haben einfach zu zweit, das war 2 große Frühstück und 2 Getränke dazu, 20 Euro gezahlt, umgerechnet. Ja, ich habe keine Ahnung, wie sich das rechnet. Das war mit Baked Beans und Eiern und Champignons und Toast und Bacon. Und oh, das war so geil, das war so groß. Und es hat einfach 20 Euro gekostet für 2 Personen mit Getränken. Also das war wirklich unschlagbar. Genau, gut, dann waren wir mal im Pub, da haben wir dann auch nur 9 Euro gezahlt. Also wie gesagt, kommt immer ein bisschen drauf an, aber Bierpreis ist anscheinend da ungefähr gleich. Und wenn wir essen waren, haben wir auch zwischen 30 und 40 Euro immer gezahlt. Wir waren nur zweimal wirklich essen, also wenn man das jetzt von der Fähre weglässt, haben wir nur zweimal essen, haben wir so 30 bis 40 Euro gezahlt. Aber auch dann immer wirklich große Portionen und es war immer schon, also das war immer mit Bier, also war nicht so, dass ich dann Wasser, sondern es war immer mit Bier. Immer mit Bier, was ja schon mal 10 bis 12 Pfund ausgemacht hat, wenn du dann sagst, okay, 30 bis 40 Euro essen, kann es eigentlich sein, dass es 20 bis 30 Euro gekostet hat ohne Getränke. Für 2 Personen. Ich sage, das sind immer die Preise für 2 Personen. Und das fand ich schon wirklich, wirklich gut. Und es war auch echt lecker in diesen Pubs. Genau. Ich bin mir gerade überlegen, weil es waren jetzt alle Kosten, die ich eben aufgeschlüsselt habe, die wir so hatten. Genau, Versicherung habe ich alles genannt. Ja. Wie gesagt, wir waren halt auch fast, ich glaube, wir waren 15 oder 16 Tage dann im Endeffekt unterwegs. Wir haben auch viele Zwischenstopps gemacht. Wir haben uns wirklich sehr viel angeschaut. Wir sind über 5000 Kilometer gefahren. Deswegen war es mir auch immer wichtig, euch mal so diese einzelnen Anhaltspunkte ein bisschen zu geben und nicht nur die Gesamtkosten. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, lasst es mich gerne wissen. Ich werde noch einen zweiten Teil von dem Video hochladen, wo ich auf die Fragen eingehe, die ihr mir vor kurzem auf Instagram alle gestellt habt. Genau, bloß die Kosten, finde ich, waren einfach so ein großer, separater Punkt irgendwie, dass ich das in einem einzelnen Video nochmal zusammenfassen möchte. Aber ich bleibe jetzt gleich hier sitzen und nehme euch noch einen zweiten Teil auf, wo es einfach um die Fragen geht, die ihr sonst noch so zum Vanlife hattet. Gut, dann bis zum nächsten Mal und ciao!